Eine lange Zeit hat es gedauert, jetzt ist Dietmar Holzapfel endlich am Ziel. Der Kini-Fan und Wirt der Deutschen Eiche freut sich sehr darüber, dass München ein neues Denkmal für König Ludwig II. Bekommt. Es war immerhin fast 6 Jahre lang ein Kampf für dieses Denkmal und auch der Kampf von vielen Bürgern übrigens. Wir haben allein 50.000 Unterschriften gesammelt für das Denkmal. Seit 1910 stand das König-Ludwig-Denkmal an der Corneliusbrücke, bis die Kini-Bronzestatue 1942 eingeschmolzen wurde. 1969 verschwand auch der Rest. Originalsteine wurden 2013 in Engelschalking entdeckt. Jetzt wird das Denkmal in Teilen wieder aufgebaut. So soll für rund 500.000 Euro eine romantische Ruine samt Büste entstehen. Es wird Rasen angelegt, es wird ein schöner Kiesweg angelegt und diese romantisierende Ruine soll mit Rosen umrankt werden. Und wenn es nach uns geht, das ist noch nicht ganz sicher, wird es auch in der Nacht mit Indigoblau beleuchtet. Aber das ist noch nicht klar. Die Rathaus-CSU hatte sich für das Projekt in den vergangenen Monaten stark gemacht. Märchenkönig war in München besonders verehrt und dass sein Denkmal erneuert wird, ist durchaus eine gute Sache. Also wir sehen eigentlich schon genügend Möglichkeiten, an König Ludwig zu gedenken in der Stadt München. Da gibt es schon genügend Denkmäler und Ähnliches. Und wir sehen auch, dass man kein solches nicht mehr neu bauen sollte in unserer Zeit. Das sieht Dietmar Holzapfel, der das Denkmal mit mindestens 150.000 Euro unterstützen will, natürlich anders. Der Kini sei eine ganz wichtige Person in der Geschichte. Auch Dieter Reiter weiß sehr genau, dass König Ludwig II. Immer noch eine Figur ist, die Touristen auch herzieht. Doch erstmal muss das gegenüberliegende Deutsche Museum fertig renoviert sein, sodass das Kini-Denkmal wohl nicht vor 2022 gebaut wird. So lange genießt König Ludwig II. Noch den schönen Blick auf die Isar.